Wir haben hier mal wieder eine homogene Differentialgleichung, die wir lösen müssen und gehen natürlich so vor wie immer. Sprich, im ersten Schritt lösen wir das charakteristische Polynom. Das heißt, statt der dritten Ableitung schreibe ich ein Lambda hoch 3. Statt der zweiten Ableitung ein Lambda Quadrat. Statt der ersten Ableitung ein Lambda und statt der Funktion selber Lambda hoch 0, also sprich nur eine Zahl. Das ist das charakteristische Polynom und davon bräuchte ich Lösungen, also die Nullstellen. Gleichung dritten Grades löst man entweder durch Ausklammern, falls es geht, geht hier natürlich nicht, oder ansonsten Polynomdivision oder Hornerschema. Falls Sie einen guten Tag haben sollten, fällt Ihnen vielleicht folgende geniale Lösungsmöglichkeit ein. Aus diesen beiden Termen kann man Lambda Quadrat ausklammern. Ich hätte also Lambda Quadrat mal Lambda minus 1. Aus diesen hinteren beiden Termen kann man die 4 ausklammern. Ich habe also Lambda außen 4 in der Klammer Lambda. Minus 1. Und jetzt merke ich, ich habe in beiden Termen die gleiche Klammer. Ich habe überall die Klammer Lambda minus 1. Also kann ich aus beiden Termen, aus beiden Teilen Lambda minus 1 ausklammern. Und von vorne bleibt übrig Lambda Quadrat. Und von hinten bleibt nur noch übrig plus 4. Bringt mir insofern was? Weil ich habe jetzt ein Produkt, sprich ich habe das Ganze faktorisiert und kann damit jedes Einzel 0 setzen. Wenn ich die erste Klammer 0 setze, habe ich Lambda minus 1 gleich 0, das heißt Lambda gleich 1. Wenn ich die zweite Klammer 0 setze, habe ich Lambda Quadrat plus 4 gleich 0, also sprich Lambda Quadrat gleich minus 4. Ziehe daraus die Wurzel und habe natürlich keine reelle Lösung. Weil das minus 4 kann ich keine reelle Lösung ziehen, aber Wurzel aus 4 gibt 2, Wurzel aus minus 1 gibt i oder j, je nachdem, manche bezeichnen es als i, manche als j. Und natürlich beim Wurzelziehen habe ich immer ein Plus minus drin. Also habe ich drei Lösungen, eine reelle und zwei komplexe Lösungen. Jede dieser Lösungen gibt einen Lösungsansatz. Eine reelle Lösung, das heißt aus Lambda gleich 1, erhalte ich einen Ansatz als Lösung y gleich a mal e hoch Lambda, in dem Fall 1, mal x. Aus einer komplexen Lösung. Eine komplexe Lösung betrachte ich immer in der Form Realteil plus b mal i. In diesem Fall habe ich ja die Lösung nur plus minus 2i, also mein Lambda hat in diesem Fall die Form 0 plus minus 2i. Und diese Lösung liefert mir immer als Ansatz für die Lösungsfunktion e hoch Alpha mal x, in dem Fall also 0 mal x mal Klammer. In der Klammer habe ich jetzt Sinus- und Kosinusterme. Also a mal Sinus von Beta x plus b mal Cosinus von Beta x. Die Lösungen sind nicht doppelt. Wäre die Lösung hier im komplexen oder im reellen doppelt, müsste ich statt diesen Parametern, also statt Zahlen, bräuchte ich eine Klammer mit ax plus b oder mx plus b. Also ich bräuchte noch eine Potenz höher hier vorne, noch ein x. Sind sie allerdings nicht. Insofern bin ich mit den Einzelteilen fertig. Sinnvoll wäre, ich sehe, ich habe hier ein a, das ist natürlich im Allgemeinen nicht sehr sinnvoll. Ich nenne die Parameter also einfach um in a, b, c. Und damit ist es meine Gesamtlösung, also die gesamte homogene Lösung, setzt sich zusammen aus beiden Teilen. A mal e hoch ein x ist
a mal e hoch x, e hoch 0 mal x. Jede Zahl hoch 0 gibt 1. Also habe ich 1 mal die gesamte Klammer, kann mir die 1 mal sparen. Und es bleibt mir nur übrig eben 1 mal b mal Sinus von Beta ist in diesem Fall 2. Das heißt, statt dem Beta könnt ihr auch eine 2 aufschreiben. Spätestens da unten steht also Sinus von 2x plus c mal Cosinus von 2x. Damit hätte ich meine komplette homogene Lösung. Da ich keine Anfangsbedingungen habe, also ich habe hier keine weiteren Informationen gegeben, kann ich die Parameter a, b, c natürlich nicht berechnen und wäre insofern also fertig.